Hallo ihr lieben Krebse, willkommen zu eurer Botschaft für das Kollektiv der Krebse. Und ich bin gespannt, was ich euch hier sagen darf. Mir ist die Freundlichkeit rausgefallen. Das heißt, es geht vielleicht darum, sich mal wieder freundlich den anderen zuzuwenden, zu gucken, wo kommt auch Freundlichkeit für mich rüber oder wo fühle ich mich vielleicht nicht gut behandelt. Wo fehlt mir das Feld der Freundlichkeit? Wie begegne ich anderen in diesem Bereich? Wie begegnen die anderen mir? Ihr habt schon mal eine Zahl in der Mitte und die freut mich ganz besonders, denn ihr akzeptiert, dass eine Phase vollendet ist und es beginnt etwas Neues, da ich anfange, aufwärts streben. Und mit den Blumen seid ihr schon auch in dem Modus, dass sich hier etwas Schönes, etwas Freundliches, ein Geschenk für euch entwickelt, das euch selber aufblühen lässt, eure Seele, dass es Gemüt auch erhält. Aber ich habe hier in der Mitte für euch auch ein, ja, sagen wir mal so, ein Erblühen im finanziellen Bereich, ein finanzielles Geschenk, etwas geht gut aus, die kreative Energie fließt sehr gut. Euer Gemüt liegt ja mit einem großen Bewusstsein auch für die Dinge, mit einem Ja. Also ich würde mal sagen, sogar eure Seele, die hat hier, die kriegt hier. Wir haben nahe Zeiträume auch. Wieder mehr Sonne, die Seele geht auf, man erfreut sich den Dingen. Die Themen, wo man gerne vergräbt oder sich zurückzieht oder sich getrennt von allem fühlt, kriegen wieder mehr Bezug zueinander. Hier kann auch sein, dass ihr irgendwie einen finanziellen Ausgleich kriegt über ein Amt, eine Behörde oder dass ihr eine finanzielle schwierige Situation gut überwindet. Wir haben hier noch so ein bisschen die Rückzugstendenzen, aber ihr kommt hier langsam aus dem Schneckenhäuschen raus. Hier zahlt sich etwas für euch aus, was ihr in der Vergangenheit schon verändert habt oder neu betreten. Es knüpft sich etwas darauf an, dass ihr euch irgendwo eine Tür geöffnet habt, die jetzt irgendwie für längerfristige Zeit auch Wachstum mitbringt. Eure Wurzeln werden angesprochen. Das, was in euch war, was euch vielleicht auch getrennt hat vom Leben oder von bestimmten Situationen, kann hier komplett erlöst werden. Also es geht um Vergangenes. Da habt ihr in der Vergangenheit schon angefangen und jetzt kommen hier die Ergebnisse. Ihr habt so manchmal das Gefühl des Zweifels hier mit, aus der eigenen Sicht heraus. Oder dieses Ding, dass die Richtung nicht ganz klar ist. Aber ihr habt hier wirklich eine gute Chance, ich würde mal sagen, zuzulassen selber, dass es sich öffnen, auch Sonne reinbringt, gedeihen, gute Zeiträume. Das, was war, kann man mehr in der Vergangenheit lassen. Ihr habt hier so ein bisschen Arbeit mit den Dingen, die man nicht kontrollieren kann, die von außen kommen. Vielleicht auch jemand, der euch stets und ständig gerne beschäftigt. Hier sind an sich Veränderungen im Arbeitsumfeld, im finanziellen Umfeld. Und irgendwo auch etwas, was im Leben eine Aufgabe von euch ist, nämlich das sich
den Dingen zu stellen, ohne sie ständig kontrollieren zu wollen. Es wird hier angezeigt, was ich hier schon so ein bisschen hatte. Wie nehmt ihr das Außen wahr? Wie nimmt es außen euch wahr? Wie zeigt ihr euch? Wie geht ihr damit um, wenn es Missverständnisse gibt? Und hier haben wir die Harmonie, das Friedensschließen. Das in Gang kommen bei belastenden Situationen, wieder Fahrt aufnehmen. Ein Zeitraum, wo wirklich mit der neuen auch, ne, dieses, ich akzeptiere etwas, hat jetzt sein Ende und dann geht es weiter. Also es kommt auch Tempo hier rein. Da, wo vorher nichts ging oder viel Kaugummi her und zurück. Und ihr öffnet euch hier auch wieder auf der körperlichen Seite, ne? Ihr könnt hier große Dinge des Familienlebens in eine andere Phase bringen. Das ist aber nichts aus dem Jetzt, das stammt aus der Vergangenheit. Ihr schließt Frieden mit der Vergangenheit, sagen wir so. Und es bietet euch hier ein schönes, freies Gefühl. Guckt mal, ihr habt hier noch die Segnungen. Passender könnte es gar nicht sein. Hier fließt dir sehr viel zu, ne? Sehr viel gute Energie. Das ist auch das, was man sieht, was deine Seele hier so erhält. Du bist ja beschützt, es fühlt sich sicher an. Es ist so ein Gefühl des Gehaltenseins oder Gehaltenwerdens. Du darfst ja auch verstärkt nach Zeichen Ausschau halten. Und auch hier kommen Energien, die dich genesen lassen, die dir die Sonne ins Leben zurückbringen. Aber geben dir Vitalität, da pulsiert das Leben wieder und die kommen vielleicht auf einen Weg, mit dem du jetzt nicht rechnest. Also es ist nichts Angedachtes von dir. Was kriege ich noch für die Krebse? Und das haben wir hier zweimal, die Langlebigkeit ist hier drauf, ne? Etwas setzt sich durch. Wir haben hier ein bisschen Skorpion-Aspekte dabei, gehört zu deinem Element Wasser auch dazu, das auf lange Frist gutes Gedeihen bringt und dir vielleicht auch ermöglicht, dass du selber wieder mit freundlichem Gemüt auf die Dinge gucken kannst. Wir haben Element Luft dabei. Sternzeichen sind hier Zwillinge, Waage und Wassermann. Der Kompass heißt für mich auch, du kriegst den richtigen Weg gezeigt. Hier haben wir nochmal die Sonne, also eine positive Wende in allen Fällen. Ihr lieben Krebse, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.